Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Project Hospital. Ich lasse mal wieder direkt laufen. Für euch einen Tag später, für mich nur eine Sekunde später. Unsere Klinik schließt jetzt bald. Ich glaube nicht, dass wir die 10 Patienten durchbekommen. Wir können gerne nochmal schauen, was die hat. 7 versteckte Symptome. Aber wir wollen uns da nicht wirklich lange dran festhalten. Die hat wieder Schüttelfrost, Muskel- und Gelenkschmerzen. Ja, alles deutet darauf hin. Wir können es mal anlassen, dass wir einen Röntgenraum auf jeden Fall brauchen und ein Labor. Und ich würde sagen, wir bauen ein Labor in dieser Folge. Und das setzen wir hier oben hin. Und ja, mal schauen, was wir an Anforderungen für das Labor haben. Labore bieten eine große Auswahl an Labortests zur Bestätigung von Diagnosen. Mindestgröße, ein technischer Assistent, ein Biochemiker, minimale Größe 4x4. Und wenn wir dann bei 6x6 bleiben würden, das wäre doch eigentlich eine optimale Größe, dann hätten wir da hinten noch eine Kammer für einen Abstellraum. Und wir können natürlich auch ein 6x8 Labor machen und die Abstellkammer woanders machen. Das ist jetzt die Frage, wie wir das handhaben wollen. Lasst mich mal kurz überlegen. Ich glaube, wir machen ein großes Labor. Oder aber so mit Abstellkammer. Eins ist, glaube ich, zu klein. Ne? 6x6 reicht und 6x6. Wir testen es mal, sonst vergrößern wir es. Komm, wir haben zu lange gewartet. Wir schauen mal die Fliesen an. Was ist in einem Labor? Die haben ganz kleine Fliesen. Ganz kleine weiße Fliesen. Ziehen wir da hin. Dann würde ich gerne eine Laborwand ziehen. Und die Laborwand sollte so aussehen. Das gefällt mir ziemlich gut. Die ziehen wir hier hin und einmal hier hin. Würden wir es jetzt hoch machen, würde es so aussehen. Und ich denke mal fast, das passt schon. Allerdings gibt es jetzt einige Dinge zu beachten. Labore rufen auch Patienten auf. Deswegen haben wir es nämlich direkt neben unser Wartezimmer gesetzt. Denn wenn die Diagnosen oder die gehen hier zum Arzt, nehmen Blut ab. Das Blut wandert dann zum Labor, da wird es untersucht. Und die Ergebnisse vom Labor teilen die Laborleute automatisch den Patienten, die hier warten, mit. Deswegen haben wir das Labor hier hingesetzt. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist nämlich die Tatsache, dass das kein normaler Patientenbereich ist. Deswegen ist nämlich auch hier rot markiert. Das heißt, im Labor, im Abstellraum und im Aufenthaltsraum haben keine Patienten was zu suchen. Das seht ihr auch hier unten. Kein Zugang für Patienten. Wir könnten natürlich auch sagen, wir markieren das hier grün und Patienten dürfen da auch rein. Das wäre aber ziemlich blöd, ne? Deswegen machen wir jetzt hier eine Tür hin mit kein Zugang für Patienten. Die würde ich in der Tat mal hier hinsetzen, die Tür. Sieht zwar am Anfang jetzt ein bisschen doof aus, aber ich glaube, das wird noch kommen und ihr vertraut mir da halt, ne? So, schauen wir uns mal rein, was in ein Labor muss. Und in ein Labor muss wirklich verdammt, verdammt viel rein. Als erstes brauchen wir einen Arbeitsplatz und dafür brauchen wir wieder einen Schreibtisch bzw. einen Labortisch. Und den setzen wir auch gleichzeitig. Den setzen wir nämlich hier hin. So, daran hätte ich gerne 2 PCs. Denn hier sollen später 2 Leute drin arbeiten. Das kostet uns jetzt wieder richtig viel Geld. Wir halten unsere Credits da unten im Auge. Und 2 Stühle, damit hier auch 2 Leute arbeiten können. So, das ist unsere Grundversorgung. Dann hätte ich da oben gerne Labortische. Schauen wir mal. 1, 2, 3. Passt wunderbar dahin. Dann drehen wir das Ganze einmal hier hin. 1 und 2 passt auch. Sieht schon nicht schlecht aus, aber ja, ihr könnt mir wahrscheinlich noch gar nicht folgen. Dann würde ich gerne das Gerät hier hinbauen zur Blut. Ich lese euch am besten vor. Eine medizinische Zentrifuge kostet $800. Notwendige Ausstattung für Labore genutzt, um Blutproben für verschiedene Tests vorzubereiten.
Ist also ein Muss in einem, ja, in einem so schönen Labor. Und jetzt ist die Frage, wo setzen wir es hin und wie setzen wir es hin? Ich würde es gerne so hinsetzen, oder? Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil der Raum jetzt halt so klein ist. Nee, komm, wir machen es ganz anders. Wir fangen oben mit den Dings an. Ein Blutanalysegerät kostet 1200. Notwendig, Ausstattung für Labore ermöglicht. Weiteres Spektrum an Blutprobenanalysen. So, das setzen wir da oben am Tisch. So, das ist in meinem Labor immer dran. Dann schauen wir mal weiter. Haben wir hier ein Mikroskop. Mikroskop kostet $900, notwendiges Gerät für Labore, wird benutzt, um eine Vielzahl mikrobiologische Kulturen zu analysieren. Setzen wir mal hier hin. Dann schauen wir mal weiter, was haben wir sonst noch hier für Geräte, die wir nutzen können. Wir brauchen ganz klar einen Abfalleimer. Wo setzen wir den hin? Den würde ich direkt mal vielleicht hier hinsetzen. Dann haben wir den auch schon mal weg. Dann brauchen wir noch weitere Maschinen. Und zwar die RIA. RIA oder Radioimmunosei gehört zur Grundausstattung im Labor mit verschiedenen antigenen Konzentrationen. Oh Gott. Also das sind echt Namen. Der, also ich glaube, dafür alleine reicht schon das Arztstudium, ne? Ein Thermocycler-Laborgerät zur Untersuchung der DNA. Das können wir auch nehmen. Das kostet natürlich alles richtig Geld. Guck mal hier, 3.000 kostet das. Und unser Geld geht hier unten immer weiter in den Keller, Freunde. Ne? Das gebe ich zu bedenken. Und dann brauchen wir noch einen Stuhlprobenanalysator. Sollte jedem klar sein, kostet 800. Laborgerät zur Untersuchung menschlicher Stuhlproben. Auch das kaufen wir und setzen wir da hin. Dann haben wir doch schon fast alles. Dann brauchen wir noch ein Laboranalysegerät, ein Multianalysegerät zur Untersuchung verschiedener biologischer Substanzen und Proben. Wenn wir das noch nehmen und auch ebenfalls da hinsetzen, dann haben wir eigentlich schon fast alles gekauft, würde ich behaupten. Ne? Wir brauchen jetzt noch einen Probenschrank. Wo setzen wir den Probenschrank hin? Wartet mal, lasst uns mal sehen. Wenn wir den Probenschrank hier daneben setzen, das wäre eigentlich okay. Die Zentrifuge setzen wir dann irgendwie gedreht dahinter. Würde auch noch Sinn machen. Und dann müssen wir mal schauen. Vielleicht ein Laborregal wollen die auch haben. Das können wir da hinsetzen. Passt auch dahin. Das würde da nicht mehr hinpassen. Dann müssten wir das mal vielleicht erstmal einen versetzen. Ich mache da nochmal so ein Labordings hin. Ihr seht schon, das geht hier richtig ins Eingemachte. Das hätten wir auch. Jetzt müssen wir hier so unsere Glasgefäße noch setzen. Die setzen wir mal hier oben hin. Da können wir da nicht setzen. Warum können wir die da nicht setzen? Was soll das? Aber da könnte man die setzen. So, was fehlt uns jetzt? So ein Drucker. Die Spüle fehlt uns noch. Oha, ich habe die Spüle vergessen. Wo oder wie setzen wir am besten die Spüle? Ich könnte rein theoretisch den Tisch hier auch mal rausnehmen mal. Pass mal auf, das machen wir auch mal. Wir verkaufen mal eben hier das Gerät da drauf und das weg. So, dann müssen wir mal schauen, wo war das hier, das Laborlesegerät? Dann setzen wir das dahin. Das kann ich jetzt natürlich wieder nicht versetzen, ne? Das ist natürlich blöde. Ich würde gerne den Dings da oben reinsetzen. Geht das da? Da kann ich ihn tatsächlich reinsetzen. Und die Spüle dann hier vor. Das ginge. Das ist natürlich jetzt alles halt provisorisch hier, ne? Und den Drucker auf meinetwegen dahin. So, wir hätten jetzt fast alles eingeräumt, was ein Labor so benötigt. Sieht jetzt nicht so ganz so prickelnd aus, aber ich denke mal für unsere Zwecke voll ausreichend. Wir haben sämtliche medizinische Geräte reingepackt, die wir wirklich noch benötigen. Und
Ja, es kann hier drin gearbeitet werden. Wir können vielleicht noch einen Hängeschrank hinsetzen. Hängeschrank für Geräte, damit es ein bisschen schöner aussieht. Wo wollen wir den hinmachen? Hier. Und dann machen wir den da noch hin. So haben wir da noch was. Dann vielleicht hier für Kleidung, OP-Kleidung. Können ja hier noch irgendwelche Sachen drin sein, meinetwegen. Zack. Und was können wir dann sonst noch reinsetzen zur Not? Das, glaube ich, geht nicht mehr rein. Nee, ne? Genau, dann ist der Schrank nämlich da wieder weg. Das macht aber auch nichts. Machen wir das wieder weg. Ich denke mal, so sind wir eigentlich schon mit unserem Labor ziemlich gut aufgestellt. Das Einzige, was jetzt natürlich fehlt, ist das Personal. Ihr seht, wir können zweimal Personal einstellen. Ich würde aber ganz gerne eine einstellen. Und da schauen wir mal, dass wir jetzt eine gute haben. Biochemie ist jetzt sowieso das, was wir haben. Wir haben hier nicht ein Bachelor of Science, sondern wir haben direkt einen Master, also mit Masterstudium, eine Biologin. 83% Biochemie, also die ist wirklich top für im Labor zu arbeiten und hat Zusatzqualifikation neurologische Assistentin. Das heißt, die kennt sich auch mit Untersuchungen in der Neurologie aus, wäre natürlich in der Neurologie besser aufgehoben. Aber wir können es uns jetzt am Anfang nicht aussuchen. Wir haben natürlich auch hier Ultraschall noch. Der Ultraschallassistent ist in der Lage, Ultraschallgeräte zu bedienen. Das sind dann halt so jetzt Zusatzqualifikationen. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht wirklich sinnvoll, da jetzt drüber zu spekulieren. Wir haben also einen Master, wir haben zwei Master, wir haben drei Masterstudiengänge und wir haben einen Assistenten. Ihr kennt das ja, die wird wohl auch studiert haben, aber hat den Master nicht gemacht. Hat auf jeden Fall Biochemie 83% und kostet uns nur 158. Was hat die denn für Werte? Okay, die ist, bewegt sich langsam, hat aber dafür ein Ruhelevel, sinkt langsamer. Das heißt, die ist so schon ziemlich belastbar. Hingegen unsere Bachelor-Kandidaten hier bewegt sich ziemlich schnell, also die ist ziemlich pfiffig. Und ich würde sagen, wir ziehen auf jeden Fall, nicht Bachelor, Master, meine ich, unsere Master-Kandidatin vor. Sie ist Gelehrter, nutzt Freizeit, um zu lernen, und bewegt sich schnell. Ist eigentlich auch ziemlich interessant für uns. Allerdings, Biochemie gefällt mir da nicht wirklich. Sie ist eine Frühaufsteherin und ich würde sagen, wir nehmen hier die Patricia Martinez und wir werden die auch gar nicht weiter umbenennen in Biologin oder so. Ich weiß nicht, wie man die Leute nennt. Wir belassen die bei dem Namen. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man technische Assistentin, das ist der richtige Name, aber wie nennt man Leute, die ein Masterstudium in Biochemie absolviert haben? Nennt man die Biologen? Ne, dann hätte die ja Biologie studiert, ne? Keine Ahnung, wie man die Leute nennt. Auf jeden Fall haben wir die jetzt da drin sitzen. Und wir werden später noch eine zweite Person einstellen, aber die arbeitet jetzt auf jeden Fall in der Tagschicht. Und wir werden sehen, wenn der Arzt jetzt nicht weiterkommt, nimmt der Blutproben, sendet die hierhin und so weiter und so fort. Und das können wir jetzt mal ein bisschen beobachten. Gleichzeitig hatten wir ja gesagt, wir wollten noch einen weiteren Arzt einstellen. Und das können wir auch tun. Jetzt zeige ich euch eine weitere Möglichkeit in diesem Spiel, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben. Und zwar sind das die Prefabs. Das heißt, ich könnte rein theoretisch im Baumodus hingehen und sagen, gib mir vorgefertigte Arzträume für zum Beispiel die Notaufnahme. Dann wird mir hier vorgeschlagen, ein Arztzimmer von 6x4 oder von 6x8. Schauen wir uns mal so ein Arztzimmer von 6x4 an. So sagt das Spiel, stelle ich mir ein Arztzimmer vor. Ihr seht, auch schon richtig schön vollgehauen, aber vieles auf der Erde gestellt. Und ich glaube, da sieht unser Arztzimmer doch ein bisschen schöner aus. Und deswegen ist das jetzt hier nicht so für uns die Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich könnte es hier, kostet 6.000, nehmen und hier hinsetzen. Hier haben wir schon die größere Variante. Aber ich denke mal ganz ehrlich, Leute, wofür braucht man ein Sofa da drin und so weiter und so fort? So wie wir das da haben, passt das eigentlich schon.
Und ich würde bei meiner Version hier bleiben. Und das können wir natürlich auch. Wir können natürlich jetzt wieder neu abmessen, hier 4x6 machen und wieder neu einrichten oder anders einrichten. Wir können es aber auch einfach machen, denn ich kann hier unten meine Vorlage kopieren. Das heißt, ich ziehe jetzt hier alles, was kopiert werden soll, raus und dann kann ich das direkt hier ransetzen. Dann seht ihr, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das da drüber so, zack, klicke ich jetzt einmal drauf, zack und habe direkt alles kopiert. Das heißt, ich habe jetzt aus einem Raum erstmal einen zweiten Raum gemacht. Also natürlich sind das zwei verschiedene Räume. Da ist auch eine Wand zwischen. Seht ihr alles da, seht ihr. Die Wand ist auch vorhanden. Aber wir haben jetzt erstmal zwei Arzträume, die natürlich noch nicht laufen können. Denn wir haben noch gar keinen Arzt eingestellt. Denn das müssen wir jetzt auch tun. Wir machen mal eben auf Stopp. Und gehen in den Verwaltungsmodus und sagen, okay, wir möchten hier einen neuen Arzt hinzufügen. Und jetzt können wir uns wieder überlegen, was machen wir mit der Mary Brown? Die Mary Brown gibt unserem Krankenhaus, ihr seht es hier unten, wir haben uns einen guten Ruf erarbeitet mittlerweile. Wir haben nämlich 60% Bewertung, also Ansehen ist ziemlich gut. Und ja, das gilt es ja ziemlich hoch zu bringen. Und was machen wir hier mit der Mary? Ne? Also fachlich und von der Qualifikation her gesehen, können wir rein theoretisch als Krankenhaus, sag ich jetzt so als Manager, nicht auf die Mary Brown verzichten. Der einzige Nachteil, den die Mary Brown wirklich hat, lassen wir die also nur ausgeschlossen Qualifikation und ja, Fachwissen jetzt, ist, dass die vielleicht jeden zweiten Tag zu spät kommt. Das ist das einzige Manko, was die wirklich hat. Aber wenn es um Qualifikation, um Diagnosenstellen geht, und fortgeschrittene Diagnose, Allgemeinmedizin und Notfallmedizin ist die unabdingbar für uns. Sag ich jetzt mal hier als Krankenhausmanager in dieser Folge hier. Und ja, ich würde fast behaupten, wir stellen die ein. Wir können natürlich jetzt weitere Ärzte suchen, in der Hoffnung, dass das besser wird. Aber dann verschwindet unsere Mary Brown. Und wir haben diese Werte nicht mehr, die wir jetzt hier wirklich und tatsächlich brauchen. Deswegen werde ich jetzt, solange wir nichts anderes haben, und schaut mal hier, 0% Allgemeinmedizin, 0% Allgemeinmedizin, 6% Allgemeinmedizin, 11% Notfallaufnahme, geht zwar ab wie eine Rakete, also arbeitet schnell, ne? Dafür Stoppwechsel, Hunger nimmt schneller zu, sitzt dann auch wieder schneller im Warteraum, würde ich sagen, wir nehmen die Mary als unsere weitere Ärztin, auch wenn die zu spät kommt. Das liegt aber nur geschuldet daran, dass wir derzeit keine anderen Optionen zur Verfügung haben. Okay, ich könnte jetzt einmal den Button klicken für 2500 eine Jobagentur beauftragen. Vielleicht bekommen wir einen besseren Arzt, aber vielleicht auch nicht, dann ist die Mary weg. Deswegen werde ich die einstellen, in der Hoffnung, dass die später dann doch nochmal sich zusammenrauft, umzieht oder vielleicht einen anderen Job kriegt. Vielleicht kann man die auch wegmachen, hier die Negativeigenschaften. Ich bin mir da auf jeden Fall nicht sicher. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. So, sie ist Dr. Med Brown. Das lassen wir auch so. Und wie gesagt, wir haben diese Person jetzt eingestellt und wir lassen mal laufen. Sie ist jetzt auch da. Und jetzt sollte die Behandlung eigentlich schon mal ziemlich schnell gehen. Wir haben 5 Patienten, die wir behandeln sollen. Sie ruft sich schon direkt die nächste Patientin auf. Derweilen können wir beim Avatar mal reinschauen, ob der sich beruflich eigentlich schon verbessert hat. Aber wir sehen im Moment noch nichts, ne? Im Übrigen könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das stört, wenn die gelben EP-Zahlen hochgehen. Wir können es natürlich auch abstellen oder ich kann es abstellen. Müsst ihr mir sagen, dann gehe ich in die Einstellungen und stelle es dann halt ab. Ne? Wenn euch das stört, aber ich denke mal, so ist das interessanter, damit ihr seht, wie die Ärzte auch wachsen. So, wieder erstes Geld hinzubekommen. Wieder ein Patient, 6 Patienten. Wir müssen ja 10 behandeln, um weiterzukommen. Ein Patient fehlt uns noch.
Und ich hoffe, dass der bald kommt. So, und dann können wir uns mal vorbereiten. Wir können mal eben schauen, was die hat. Armverletzung, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Auf eine Radiologie, beziehungsweise nicht Radiologie. Also die Abteilung heißt schon Radiologie. Aber wir würden eine abgewandelte Form machen. Und zwar die Möglichkeit, dass wir hier einen Röntgenraum machen für die Notfallaufnahme. Und später dann die Radiologie bzw. die kurze Aufnahme, die Röntgenaufnahme umsetzen, später in die nächste Station oder wenn wir anbauen für die Radiologie. Ne? Also da bin ich mir noch nicht sicher, wie wir es machen. Wir werden auf jeden Fall hier jetzt irgendwo einen Röntgenraum hinsetzen, um wirklich voranzukommen halt, um zu röntgen zu können, damit wir nicht so viele Fehldiagnosen haben. Sie ist ja bis jetzt noch nicht wiedergekommen und sie scheint ja eigentlich gut behandelt worden sein von uns, hoffe ich zumindest mal. Sonst keine eindeutige Diagnose. Patricia Hagen-Beck, da ist sie wieder. Das ist ja das, was ich gesagt habe mit der Armverletzung und so. Es ständ jetzt rein theoretisch an Röntgen oder Gliedmaßen. Also Röntgen der oberen Gliedmaße. Und genau das ist das, was ich euch gesagt habe. Wir brauchen jetzt wirklich einen Röntgenraum. Und der ist zwar noch nicht zwingend notwendig für die Notaufnahme, ihr seht es ja. Aber damit wir weiterkommen und damit wir wirklich die Patienten gut behandeln können, kommen wir um einen Röntgenraum nicht herum. Aber das, meine Freunde, machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, denn diese Folge ist zu Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye-bye.